Hallo? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Niederzulampen. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Ahoi, ihr Landratten, und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag, meine lieben Kameraden. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Okay, Moment. Diese Templer. Sie steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie... Warte mal kurz, Kollege, ich muss hier kurz die Haftnotiz einsammeln. Keine Ahnung, was es jetzt für eine war, von daher könnt ihr nicht pausieren und durchlesen. Von daher, scheiß drauf. Und was wir denken, sehr beängstigend. So, wo muss ich lang? Wahrscheinlich da entlang, oder? Okay. Gut. Hier sieht das ein bisschen creepy aus, ich weiß nicht. Bin ich überhaupt hier richtig? Ich weiß es nicht. Hey, du weißt, dass du eigentlich eingesperrt bist, ja? Es ist kein guter Plan, nach oben zu gehen. Okay. Ich wollte doch nur ein bisschen nach oben und frische Luft schnappen und oh Mann, da nimmt nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich... Also gut, hör zu, ich betrete jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Ja. So. Okay, erstmal die Kameras hier hacken. Okay, mach ich. Kein Ding. So, jetzt sind wir schon mal wieder da hier. Ja? Moment. ja. So, vielleicht so hier und dann das hier. Das sieht gut aus. Oder vielleicht, ne. Das sieht gut aus. Und der vielleicht so hin. Der denn, ja so. Der, ne. Moment. Ja, geschafft. Sehr schön. Sie müssten wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich, aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ehrenwort. Kaffee geht auf mich, okay? Okay, Cloud-Server hacken. Muss ich hier raus? Wahrscheinlich, ne? Muss ich dafür dann hier raus? Joa. Das schaut doch recht in Ordnung aus. Ich hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Alter, sieht das geil aus. Wow. Wow.
Alter, Alter, Alter. Okay, dann wollen wir mal hacken. Gleich mal. Tada, da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Ja, ja, bin ja dabei. Moment hier. So, zack her. Okay, wieder sowas. Okay, dann muss man erstmal hier wieder ein bisschen tricksen. Das sieht doch gut aus. Dann vielleicht ein bisschen eher so hin. Dann müsste der bisschen vielleicht so. Ja, das schaut sehr gut aus. Und, ah ne, ging leider nicht auf. Schade. Dann vielleicht so. Vielleicht so. Ah, auch schön. Okay. Ja, ich kapiere alles. Ja, Remote Hacking in Tieren. Ja, ja. Mach mal hin. Ah, jetzt kommt so ein Scheiß. Okay, das haben wir auch drauf. Dann mal los. Ja, okay, schon mal verkackt. Sehr schön. Okay, nochmal verkackt. Sehr schön. Okay, nochmal verkackt. Sehr schön. Okay, nochmal verkackt. Sehr schön. Aber diesmal, wenn wir das nicht... Alter. Was geht denn ab? Was ist denn das hier für ein Speed-Modus? Finde ich gar nicht so geil. Alter, das ist echt crazy hier gerade. Oh Mann. Alter, wie präzise muss man denn hier sein bei diesem Kack? Okay, jetzt bin ich endlich mal auf der anderen Seite, endlich mal angekommen nach 10 Stunden. Ey, leck mir doch mal die hart die Eier. Nein, nein, nein. Okay, hier oben ist doch recht gut. Okay, okay, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. So, so, zack. Ja, kein Ding, kein Ding. War doch easy. Ja. Ja. Alter. Ich bin echt ein Scheißhacker. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat. Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Black Bill. Will ich haben! aus den Tagebüchern und etwas kennen wir vertraulich. Thema AW Potenzial. Okay. Ja, Kommunikator schließen. So. Wird. Ich kann dich fühlen, Ziffer. Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten, dem Nervensystem dieser Welt. Hörst du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühlen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich, meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck.
Sag schon! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht nochmal! Ich sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, 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 fuck! Warum fuck! Hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? So, zum Animus, ganz easy peasy wieder zurückkehren. La 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 la, als ob nichts gewesen ist. Ja, 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 ich hab nichts gesehen. La 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 la. Ich hab keine Hallos in meinem Kopf oder so. La 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 la. Ja, 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 alles ganz easy. Ich gehe wieder normal zum Animus, zu Edward, ganz easy. La 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 la. Ich vergesse das einfach alles. La 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 la. Ich werde dabei auch noch die komischen bunten Pillen absetzen, auf jeden Fall. Lalalala. So Bescheid. Okay. So, ich würde sagen, dass ich dann vorm Animus wieder mal den Part beenden werde, wahrscheinlich. Also verabschiede ich mich jetzt schon mal mit einem Schakalaka-Motherfucker bei uns. Und ja, bis zum nächsten Part.